Wir sind Martina und Marek von Franzix Reisen. Letzte Woche waren wir noch in Ustronie Morskie. Diese Woche sind wir im Słowiński Nationalpark am Jezioro Gardno. Unsere Ostsee-Polentour geht weiter. Nun geht's los mit der Kanutour. Kajak. Kannst du das bitte wiederholen? Kanutour. Taxi wartet. Wir sitzen zwar eigentlich nicht zum ersten Mal in einem Kajak, aber wir hatten hier auf jeden Fall ein Learning. Die schwerere Person sollte jedenfalls hinten sitzen, denn wir konnten irgendwie das Kajak sonst kaum gerade halten. Man sieht es dem See nicht an, aber der ist super flach. Die maximale Wassertiefe liegt nur bei 3 Meter. Und wie man sieht, man fährt an sehr vielen Wasserpflanzen vorbei, die der perfekte Unterschlupf für viele Arten von Wasservögeln sind. Und in den Sommermonaten ist der Bereich, der für die Wassersportler zugänglich ist, hervorragend zum Kitesurfen oder Kajakfahren. Weiter kommen wir nicht. Jetzt sind wir ja doch noch eine gute Runde gefahren. Was gibt's denn heute? Pierogien. Das Nationalgericht schlechthin, oder? Selber gemacht, oder? Ja, selbst abgepackt. Ja, sind vom Supermarkt auch. Okay. Ich zähl doch nichts. Die sind doch gekauft, oder? Natürlich sind die gekauft. Mann, ey. Ein Update gibt es zu unserer Küchenbox. Wir haben festgestellt, dass der Deckel gar nicht so einfach zu bedienen war. Die alte Deckelkonstruktion war einfach zu fragil. Wir haben den Deckel dann in einer 2-Stunden-Aktion umgebaut. Er ist jetzt klappbar an 2 Scharnieren und das Ganze funktioniert recht sicher. Dreierlei Salat, Blaukraut, normales Kraut und nochmal anderes Kraut. Surówka auf Polnisch, super geil. Ja, ist echt lecker. Das mag ich auch total gern. Das sind anscheinend echt Grillpierogi. Lecker! Schaut gut aus. Typisch polnisch. Und wie war's? Sau lecker. Wie so voll das kurze Vergnügen. Mit den angebratenen Zwiebeln, super. Ja. Auch unser Spül-, Dusch- und Wassermodul ist neu. Für uns ist es ein riesiger Fortschritt. Der alte 20-Liter-Kanister, den wir davor hatten, war echt mühsam in der Bedienung. Der Abwasch funktioniert jetzt wirklich 1A. Und das Abwasser entlassen wir nicht einfach in die Natur, sondern sammeln es auf und entsorgen es dann korrekt. So, Abwasch erledigt. Wie so oft in diesem Urlaub haben wir wieder einen perfekten Sonnenuntergang. Zum Fotografieren und Filmen ist die Lichtstimmung einfach ideal.
Und wir fahren jetzt heute weiter zu den Dünen bei Weber. Polnische Sahara, wie es genannt wird. Ja, bin ich mal gespannt, ob das die Sahara ist. So, wir sind jetzt halt in so einem Nationalpark. Słowiński Nationalpark. Mhm. Hinter uns ist so ein See. Łebskie See, das ist ein sehr großer Binnensee mit Süßwasser und Nationalpark. Und jetzt gehen wir ungefähr eine halbe Stunde durch den Wald und dann sind wir auf der Meerseite und das sind die Dünen. Genau, und die schauen wir uns jetzt mal an. Die Kasse ist geschlossen. Das heißt, kein Eintrittsgeld. Eine Stunde später, schöner schattiger Weg und jetzt sind wir da bei der riesigen Düne. Ja, da müssen wir jetzt hoch. Ja. Oh no. Wir kommen uns fast vor wie in Marokko, doch wir sind im Słowiński Nationalpark bei einer der höchsten Wanderdünen. Naja, es ist super schön. Der Sand ist so fein. Der Wahnsinn. In der Hochsaison kostet der Nationalpark Eintritt. Wir haben Glück und kommen umsonst rein, aber heiß genug ist es auf jeden Fall schon, mit über 30 Grad. Die höchste Düne ist 42 Meter hoch und besteht aus feinstem Sand. Die Düne wandert pro Jahr ungefähr 12 Meter weiter. Die Landschaft und die Seen oder gar Ortschaften werden auch darunter begraben. So viel Sand. Das ist jetzt mehr Wüste, als wir in Marokko gesehen haben. Mhm. Richtig, also, richtig feiner Sand. Ja, echt schön. Nicht anstrengend zum Gehen. Links ist der See, ja. Rechts ist das Meer. Ja. Ja, Mittagshitze, noch nichts im Bauch. Wie immer. Ja, ist nicht untypisch für uns. Ich habe noch ein halbes Kilo Sand, Dünensand in den Schuhen. Habe ich jetzt mit rausgeschmuggelt. Ja. Ja, klar, der wird jetzt abgefüllt. Ja. Sag ich, danke. 60 cm. Geht schon. Ich bin klein, ne? 60 cm Sapikanki, kein Problem. Ja, das ist eine Rückenlehne. Das geht. Ich find's cool. Pünktlich zum Spiel bauen wir uns eine kleine Lounge auf. Zum Glück haben wir nämlich WLAN und können ruhig streamen. Bei dem Grill war so ein Blasrohr dabei. Das funktioniert eigentlich schon irgendwie, gell? Mhm. Aber ich fand's ein bisschen lustig. Nach dem Fußballspiel laufen wir nochmal zum Strand. Wir wollen ins Wasser springen. Auf dem Weg dorthin sammeln wir noch ein paar Flaschen auf. So, hier hinter den Dünen ist dann direkt der Strand. Ach, so geil, Abendsonne.
an der Ostsee. Es ist eigentlich erst angenehm von den Temperaturen. Es ist schon 8. Ja, und der Sonnenuntergang, die Sonnenuntergänge sind ja also wahnsinnig schön. Und von dem her genießen wir noch die letzten Stunden hier. Ich habe jetzt gelernt, dass es hier den feinsten Sand gibt. Und ich bin früher immer sonst wohin gereist, zu den schönsten Stränden. War auch immer alles schön, aber hier ist definitiv der feinste Sand. Nicht Mallorca. Mallorca? Ja. Oh, ja, war fein, aber der ist so perfekt, irgendwie ganz anders. Da ist nichts dazwischen, kein größeres Kupfen. Der bremst wie so Stärkepulver. So. Und hat auch so ein Geräusch. Also kraftschlüssig, anti-Rutschmatte mäßig. Ja. Am nächsten Morgen fahren wir ganz früh los. Wir wollen vor der großen Hitze zum FKK-Strand von Leber fahren. Die FKK-Strände sind in Polen noch recht selten anzutreffen. Wir nutzen die Gelegenheit. Leber ist ein kleines Touristenstädtchen, das im Sommer auf die zehnfache Größe anwächst. Wie so viele Städtchen an der Ostsee in Polen. Wir haben tatsächlich einen FKK-Strand gefunden. Ja, es sind so vielleicht 100 Meter vom Strand abgesperrt oder mit Schildern markiert. Da darf man dann FKK machen. Es gehen total viele Fußgänger von links und rechts natürlich durch und manche sind so ein bisschen, ja, pikiert drüber, Nackerte zu sehen vielleicht, ich weiß nicht recht. Habe ich nur einmal gehört. Eher Überraschung. Ja. Naja, aber schön. Ja, voll. Ist halt schon auch was Schönes, auch ein bisschen weniger los natürlich. Schön ruhig hier, weniger Kinder. Ja, wir genießen den nackerten Tag. Mhm. Morgen geht's weiter. Morgen geht's weiter, zurück in den Süden. Noch mehr Hitze. Ja. Statt 29 Grad, 34 Grad. Krass. Konin heißt der Ort in der Nähe, aber da ist ein Nationalpark mit sehr vielen Seen, ja, vielleicht sogar Pilzen. Und den wollen wir uns mal anschauen. Den schauen wir an, ja, quasi auf der Rückreise. Und übermorgen gibt es eine Überraschung.